Der Breninger Kreis, ein zerbrochenes Gefäß. Brenning, der Ort, versteckt sich im Schatten des Tales, das vom Murtal westwärts dem Rücken der Kleinalm zustrebt. Wiesen und Wälder säumen die eiserne Spur der Kleinbahn, die den Markt Deutsch-Feistritz hinter sich lässt. Heute öffnet eine Kulturpension ihre Pforten, die den Namen der einstigen Gründer und Eigentümer trägt, als Haus Feuerlöscher, einem eingeweihten Kreis bekannt, der sich hin und wieder am Ort der Erinnerung sammelt. Hier findet sich die Runde der Brenninger Gespräche zusammen, ein Verein für Geschichte und Aktualität, kultureller Resistenz und Alterität. An einem historischen Ort, der aufleuchtet in dunkler Zeit. Der Brenninger Kreis selber ist sicher, ich denke jetzt auf zwei Ebenen, besonders interessant. Das eine ist das Haus draußen, dass hier tatsächlich ein Ort des Widerstands existiert hat, der auf verschiedenen, in verschiedener Weise agiert hat. Der hat sowohl politisch agiert, also ich denke an bedeutende Persönlichkeiten bis hin zu Todesurteilen in der Nazizeit, und auf der anderen Seite auch ästhetisch. Also etwa ein Axel Leskoschek oder andere Künstler, speziell also der Brenninger Kreis war ja eigentlich dominant ein Künstlerkreis, soviel ich weiß. Die wichtigsten Mitglieder des Brenninger Kreises waren Herbert Eichholzer, Architekt und Theoretiker, Axel Leskoschek, Maler und Grafiker, Kurt Neumann, Redakteur, Schauspieler und Drehbuchautor, Anna Neumann, geborene Feuerlöscher, Fabrikantin und Widerstandskämpferin, Walter Ritter, Bildhauer, Anna Lülia Braun, Architektin und Designerin. Ernst Fischer, Schriftsteller und Politiker. Sowie weitere Architektinnen, Maler, Schauspieler, Regisseure, Theoretiker und Freigeister. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich diese Aussage, dass es eine Gruppe war, die sich sozusagen in einem ästhetischen Bewusstsein sozusagen vereinigt hat und Widerstand geboten hat. Herbert Eichholzer studiert in Graz Architektur und ist später von seinem Paris-Aufenthalt bei Le Corbusier stark beeinflusst. Er plant, teilweise mit Partnern in der Steiermark eine Reihe von Projekten zu realisieren, die ihn zu einem der profiliertesten Vertreter des internationalen Stils in der österreichischen Architektur der 30er Jahre machen wird. Publizistisch vertritt er das soziale Engagement in der modernen Architektur, das ihn der Sozialdemokratie näher bringt. Er wird Mitbegründer des Grazer Stadtclubs, der sich innerhalb der Sezession gegen den aufkeimenden Nationalsozialismus wendet. Nach zeitweiser Emigration in die Türkei, wo er bei Clemens Holzmeister arbeitet, baut er Widerstandsgruppen im Rahmen eines internationalen Netzes der Kommunistischen Partei auf, die jedoch verboten war. Er tritt in den Wehrdienst ein und wird für seine fortgesetzte Widerstandstätigkeit zum Tode verurteilt und 1943 hingerichtet. Über diesen Pavillon wollen wir an die Person Herbert Eichholzers erinnern. Dazu hat uns Erika Dümmel eine Außenreportage
Raumausstellung erstellt. Er war sich von vornherein irgendwie immer sicher, es funktioniert, es wird gehen. Offensichtlich hat er sich dann letztendlich verschätzt, weil er ja im Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den 30er Jahren massiv tätig war, auch um die Gruppe Karl Drews, dann später im Ausland Widerstandsgruppen vom Ausland aus koordiniert oder erfasst und mit ihnen kommuniziert hat, um gegen den Nationalsozialismus vorzugehen. Und das wurde ihm offensichtlich zum Verhängnis, und aus seinen Korrespondenzen erfährt man dazu aber sehr wenig. Auch selbst wie es ganz eng geworden ist, ist man der Meinung, er ist sich seiner Sache immer noch bewusst, mir kann nichts passieren, ich habe das alles im Griff, ich bin schlauer als die anderen. Und das mit einem unheimlichen Charme auch durchwegs, wenn es nur um die Unterhaltung gegangen ist, und mit einem großen Witz, den er immer offensichtlich mit sich gebracht hat. Axel Leskoschek. Im Ersten Weltkrieg als Pilot eingesetzt, wendet sich in Abscheu des Krieges keiner bürgerlichen, sondern künstlerischen Tätigkeit zu. Er sieht in der Sozialdemokratie eine politische Heimat und malt aufrüttelnde Bilder in einem expressiven, surrealistischen Stil. Er ist Mitbegründer der Sezension und Redakteur des Arbeiterwillen und wird nach der Teilnahme am Arbeiteraufstand 1934 inhaftiert. Es folgt der Anschluss an die Gruppe des Brenninger Kreises. Im Jahre 1938 emigriert er über die Schweiz nach Brasilien, wo er mit sozialkritischen Bildern hervorsticht und als Professor an einer Kunstschule unterrichtet. Nach seiner Rückkehr 1948 nach Österreich tritt er als Kulturredakteur für einen sozialbestimmten Realismus in der österreichischen Kunst ein, was ihm eine Ablehnung der Modernisten einbringt. Erst in den 70er Jahren wird ihm eine künstlerische Würdigung zuteil, die seine zeitkritische Position im Sinne der Zwischenkriegszeit hervorhebt. Aber Widerstand ist ja bei uns heute ist legal, und zugleich die Legitimität muss sich aber immer erarbeitet werden. Kurt Neumann ist stellvertretender Chefredakteur des Blattes Arbeiterwille, welches sich für den Aufruf zum Arbeiteraufstand 1934 verantwortlich zeigt und wird folglich zeitweise inhaftiert. Durch die Ehe mit Anna Feuerlöscher, der Tochter des Fabrikinhabers Daniel Feuerlöscher, kann der Brenninger Kreis sich auf dem Areal der Fabrik zusammenfinden. Nach zeitweisem Aufenthalt in Paris zwischen 1935 und 1938 ist er gegen den Austrofaschismus tätig und emigriert schließlich in die USA, wo er in Hollywood als Schauspieler und Drehbuchautor arbeitet. Dort wirkt er unter anderem an Anti-Kriegsfilmen mit. Nach dem Krieg heiratet er die emigrierte kroatische Tänzerin Mia Slavenska, deren Tanzensemble er bei zahlreichen Tourneen durch die USA als künstlerischer Agent begleitet. Kunst war ja so gefährlich wie brutaler Widerstand mit Waffen. Also das muss man sich vorstellen, welche Kraft und welche Einschätzung eigentlich der Kunst zugemessen wurde. Und wir versuchen eben eigentlich etwas von dieser Energie wieder zu wecken und auch Künstler zu ermutigen und einzuladen, also solche Projekte dort zu präsentieren. Der heute dort angesiedelte Verein Brenninger Gespräche widmet sich, angelehnt an den Brenninger Kreis, den derzeitig relevanten Fragen von kultureller Resistenz und Alterität. Und es kann durchaus vorkommen, dass für diesen Zweck Joachim Bauer zu einem philosophischen Palatschinkengespräch einlädt. Also willkommen in der Küche, in der Alchemistenküche. Ja. Die Alchemistenküche mit der normalen Küche hat ja sehr viele Parallelen. Sie sehen jetzt an der Wand einen kleinen Ausschnitt von meiner Sammlung der Goldetiketten. Ich mache das schon seit den 80er Jahren, sammle ich immer wieder Etiketten, wo eben das Wort Gold vorkommt. Siehst du Parallelen zwischen dem Alchemisten und dem Künstler? Auf alle Fälle. In welcher Weise? Naja, wenn man zum Beispiel das Wort Ästhetik hernimmt, ja, das ein Stammwort hat, ein griechisches Stammwort, ja,
Und zwar heißt es Eisthesis. Ja. Und von diesem Eisthesis entwickeln sich zwei Wörter. Ja. Das eine Wort Ästhetik und das zweite Wort Anästhesie. Ah. Dann bist du ganz nah bei den Alchemisten, allein nur von dieser Wortdefinition, ja, weil die kümmern sich ums Unbewusste. Ja, ja. Das interessiert sie am meisten. Ja, ja. Das Unbewusste, was wir so mit uns mitschleppen, was wir nicht wahrnehmen. Anna Neumann, geborene Feuerlöscher, ist Ehefrau von Kurt Neumann und in späteren Jahren Partnerin von Herbert Eichholzer. Gemeinsam mit Walter Ritter und Herbert Eichholzer entwickelt sie das Holzspielzeug-Klump. Während die Behauptung, Brenning sei eine Widerstandszelle, kursiert, knüpft Anna Neumann mit in- und ausländischen Widerstandsgruppen Kontakte, die gegen die nationalsozialistische Diktatur stehen. 1941 wird sie in einem Frauengefängnis interniert und bleibt dort bis 1945. Für mich ist der Raum, also dieses Haus Feuerlöscher, für heute etwas ganz Seltenes. Ich wüsste nicht in Österreich ein Haus oder eine besondere Örtlichkeit, wo tatsächlich der Widerstand auch überdauert hat, weitgehend überdauert hat. Einzelne sind schwer sanktioniert worden, aber es gibt auch in Österreich kein Haus des Widerstands. Und gerade diese Fähigkeit, mit der Kunst Widerstand zu leisten, das ist das, was eigentlich allgemeingültig ist. Damals, heute, aber wird es auch in Zukunft sein. Und das scheint uns wichtig, dass wir das auch vermitteln können. Walter Ritter ist Schüler und späterer Professor an der Grazer Ortweinschule und der Kunstschule Linz. Er schließt sich aus künstlerischen Gründen dem Brenninger Kreis an und teilt die widerständischen Aktivitäten. 1938 kehrt er aus politischen Gründen Graz den Rücken zu und geht nach Berlin, wo er mehr Freiheit in der Ausübung seines Berufes als Bildhauer und Zeichner erwartet. 2 Jahre später wird er zur Wehrmacht eingezogen und kommt nach Fronteinsätzen erst 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er arbeitet danach als Kunstpädagoge und Bildhauer in Linz und schafft zahlreiche Klein- und Großskulpturen, bei denen die Balance zu einem vorrangigen Thema wird. 2012 wurde ihm zu Ehren im Landhaus Feuerlöscher eine Ausstellung präsentiert. Widerstand muss irgendwie in irgendeiner Form Bezug haben auf die Werte. Etwa zum Beispiel, es gibt permanent so den Zwang zum Konsens. Ja, da muss, alle sind jetzt der Meinung oder ein großer Teil ist der Meinung so und so. Wenn jemand aber dagegen aufsteckt und sagt, dass dieser Konsens eigentlich fragwürdig ist, ja, ist es nicht Attitüde? Das ist für mich sinnvoll. Ja. Und ich liebe alle Jugendlichen, ja, die Widerstand leisten. Und das erfordert immer ein bisschen Mut. Ja, ich mag die einfach. Ja, ja, da muss man mutig sein. Anna Lülia Braun ist die erste Diplom-Ingenieurin für Architektur an der Technischen Hochschule in Graz. Sie ist bis 1937 Partnerin von Herbert Eichholzer und arbeitet folglich in Ateliers in Ankara bei Clemens Holzmeister in Frankreich und Bulgarien. Sie ist in das widerständische Netzwerk von Herbert Eichholzer eingebunden und wird ebenfalls zeitweise inhaftiert. In der Kriegszeit arbeitet sie in Architekturbüros in Wien und eröffnet 1952 ihr eigenes Büro mit dem Schwerpunkt in Raumgestaltung. Es gibt Ausstellungen und dann einzelne Gedenkstätten an Opfer. Aber das sind immer gebunden an die Opfer,
Also sei es jetzt Juden, sei es jetzt Andersgläubige oder welcher oder politische Opfer. Es gibt in Österreich kein Haus des Widerstands. Und ich finde, das Feuerlöscherhaus ist das einzige, könnte es sein, das einzige Haus des Widerstands. Aber wie war es überhaupt möglich, einen derartigen Ort zu etablieren und zu erhalten? Daniel Johann Baptist Feuerlöscher, der als aus väterlicherseits jüdische Familie in Böhmen stammend, ein in die Zukunft blickender Unternehmer, kaufte 1884 im Übelbachtal eine neuzeitige Holzschleife, um diese zu einer Holzstoff- und Pappendeckelfabrik auszubauen. Der große Reichtum an Holz, die wertvolle Wasserkraft des Übelbachs und arbeitswillige Ortsansässige, denen er Beschäftigung bot, versprachen gute Bedingungen für eine erfolgreiche Kartonerzeugung. Als Abnehmer der Produkte trat vorrangig die Verpackungsindustrie ein, die in Friedens- wie in Kriegszeiten einen großen Bedarf dafür hatte. Zugleich war Daniel Feuerlöscher als Investor in Anlagen der Gas- und Elektrizitätsvorsorge in Städten in Österreich und Italien erfolgreich. Die Familie, die Fabrik Feuerlöscher, die wäre durch den Krieg nicht gekommen, durch den Ersten Weltkrieg, genauso im Zweiten Weltkrieg, wenn nicht der Kriegsbedarf gewesen wäre. Ja, in der Nähe gab es auch das Pulverwerk der Familie Jahn. Das hat es auch gegeben. Ja, das war, ist heute unter der Autobahnraststätte Rosenberger, heißt es jetzt, Autobahnraststätte, vor dem Schadnerkogeltunnel. Und beide waren Kriegslieferanten. Pulverwerk natürlich und Feuerlöscher für Verpackungsmaterial. Das musste ja in Kartons. Feuerlöscher bekam Arbeiter, Gefangene, abgestellt im Ersten Weltkrieg, damit sie überhaupt den Betrieb aufrechterhalten. Aber das war kriegswichtig für die Verpackung des Pulvers. Und der, ach so. Die waren verbandelt. Das war auch eine jüdische Familie, die Familie Jahn. Ach so. Aufgrund der teilweise geschützten Position im Zweiten Weltkrieg durch den Industriebetrieb konnte die Familie auch anderen Personen Schutz gewähren und etablierte sich zumindest im kleinen Ausmaß als Treffpunkt für linksgerichtete Intellektuelle und Künstler. Der Brenninger Kreis fand hier einen gesicherten Rahmen für Austausch und Diskussion. Die ländliche Gegend und die familiäre Atmosphäre schenkten ihnen unter anderem auch Lebensfreude, die sie in Krisenzeiten durchaus gut gebrauchen konnten. Es ist die Lebensführung, wie man miteinander lebt. Da ging es nicht um Frau und Mutter und Zeuge, Soldaten für den Krieg oder ähnliche Vorstellungen, sondern da ging es um Lebensfreude einfach auch. Schlichtweg um Lebensfreude, dass ich Freude habe am Leben. Und dazu kommt der politische, da kommt ein ästhetischer Widerstand. Also ich finde dieses Brenning draußen ist ein ganz seltenes Beispiel. Ein Beispiel, das nicht nur untereinander in freundschaftlichem Austausch gepflegt, sondern auch durch einen engen Kontakt mit der umliegenden Bevölkerung gelebt wurde. Und die Familie Feuerlöscher hat mit ihrem Background sozusagen, mit ihrem Wissen im Hintergrund Leute befragt, oder Bauernhäuser fotografiert und Kontakt auch über die politischen Grenzen hinaus gehabt und ist zu uns auf den Himberg gekommen und hat über die politische Lage mit den Leuten gesprochen. Die Bauern waren ja alles christlich-soziale, die Arbeiter hier waren Sozialdemokraten und die Familie Feuerlöscher waren Intellektuelle, Linke und haben das erklärt auch, dem einfachen Menschen. Und das war nicht nur politischer Widerstand, nicht nur jetzt im ideologischen Kampf oder im politischen Untergrundkampf, sondern es war auch eine Lebensform, eine andere Lebensform, auch eine Brüderlichkeit. Ich habe gehört, dass der Feuerlöscher auch marxistische Predigten abgehalten hat unter seinen Arbeitern und so. Das ist doch einmalig, sowas. Man hat gesehen, die Größenordnung für eine Fabrik ist nicht zukunftsfähig. Und man hat in idealer Weise die Wissenschaft, die Kunst
und Politik gefördert und man hat Rückgrat gehabt und sich nicht angebiedert an den Nationalsozialismus und an den Ständestaat zum Beispiel schon. Daniel Feuerlöscher konvertiert auf Wunsch seiner Frau Auguste zum Katholizismus und vermacht die Fabrik schließlich seinem Sohn Dr. Siegmund Feuerlöscher. Und dieser wiederum hinterlässt sie seinem Sohn Herbert und den drei überlebenden Töchtern Eva, Lilly und Anna. Schon in den Kriegsjahren 1914 bis 1918 und im verstärkten Ausmaß 1938 bis 1945 bekommt die Familie Kriegsgefangene für die Arbeit zur Verfügung gestellt, die sie ebenso wie die anderen Dienstpflichtigen gut behandelt. Sie haben nach dem Krieg die Arbeiter eingeladen ins Gasthaus zu einem Essen und erklärt, was passiert ist und wo jetzt ihre Exporte hingehen. Und ja. Es war, die Fabrik war nicht so groß, es waren zwischen 30, 35 im Maximalfall Arbeiter hier in Brenning. Das war immer ein soziales Verhältnis, ein menschliches Verhältnis. Heute befindet sich auf dem Areal der ehemaligen Kartonfabrik eine Kulturpension und Gastwerkstätte, die neben Tagungen, Seminaren und Ausstellungen dem Widerstand ein zeitgenössisches Gesicht verleiht. Das einzige Betriebsgebäude der Fabrik Feuerlöscher, das noch in unveränderten, wenn auch sanierungsbedürftigen Zustand erhalten ist, ist die ehemalige südliche Trockenhalle. Hier wurden die Kartonbögen nach dem Produktionsvorgang zum Trocknen aufgehängt. Der Karton war ja bis zu einem Zentimeter dick, der Pappendeckel in unserer Bezeichnung, und da wurde einer, der war der Abnehmer, der musste immer mit einem Holzstück alle Meter oder so einen Strich machen und hat den Deckel heruntergezogen. Und so ist der Deckel gestapelt worden und mit dem Pferd oder mit dem Maulesel wieder herauf zur Trockenhalle gebracht. Da gab es Frauen, die feuchten Kartons in der Hochsprache in die Trockenhalle brachten, dort wurde es je nach Wetterlage 2-3 Wochen aufgehängt. Nach dem Krieg fertigte die Firma Humanik in Teilbereichen der Halle Materialien für ihre Schuherzeugung. Lilly Feuerlöscher, die letzte Namensträgerin und Enkelin des Fabrikgründers Daniel Feuerlöscher, ist 1995 im stolzen Alter von 91 Jahren nach einem langen und bewegten Leben verstorben. Hans Scheuer, der noch lebende Nachfahre der Feuerlöscher, ist im Besitz des Familienarchivs und teilte seine Erinnerungen mit uns. Die heutigen Besitzer der Liegenschaft, Ingenieur Gabriel Hirnthaler und seine Frau, verfolgen ambitionierte Ideen, um das Areal in seinen Möglichkeiten wieder ganzheitlicher nutzbar zu machen. Zunächst wurde das alte Wohnhaus der Familie Feuerlöscher stilvoll renoviert und dient heute als Aufenthaltsraum für die Pensionsgäste, wie auch als Club- und Ausstellungsraum für kulturelle Veranstaltungen. Ein Wirtschaftsgebäude nahe der Zufahrt wurde im Erdgeschoss mit einem Veranstaltungssaal, einer Küche und einem Seminarraum ausgebaut, während das Obergeschoss Gästezimmer beherbergt.
Ein Teil des ehemaligen Fabriksareals wird für ein gemeinschaftlich orientiertes Wohn- und Lebensprojekt zur Verfügung gestellt und ein großer Selbstversorgergarten befindet sich hinter dem neuen Zubau. Wie viele wissen, bin ich auch ausgebildeter Goldschmied. Und ich habe in meiner Ausbildungszeit 1976, 77 ein Foto gesehen. Aus der Nazizeit. Und zwar ein Foto, das wir alle kennen. Ein Haufen von Goldzähnen und Goldbrillen, die den Ermordeten aus ihrem Körper gerissen wurden. Und das hat mich als Goldschmied komplett aus der Bahn geworfen. Ich wusste dann nicht mehr, was ich machen soll. Ich war sehr verliebt in das Gold und habe sehr gern mit Gold gearbeitet, weil Gold sich ja unheimlich gut eignet, es zu formen. Die Griechen nennen es ja dehnbare Steine, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie schön das Material ist zu verarbeiten und war dann in einem absoluten Dilemma. Wusste nicht mehr, wie ich umgehen soll und habe aber dann begonnen, Gold zu einem Nugget zu schmieden. Und das der Erde zurückzugeben. Also das zerbröselt wieder in die feinsten kleinen Kügelchen. Ich sehe es also, dauert deshalb so lange, es sind über 1000 Grad. Ja. Es hängt einfach auch damit zusammen, dass der Erde so viel weggenommen wird und irgendwann ist auch der Zeitpunkt gegeben, etwas zurückzugeben. Und das ist 2081 geplant. Und dass man ab und zu innehält und vielleicht überlegt, ob man nicht bis zu diesem Zeitpunkt der Erde etwas zurückgeben sollte oder zumindest nicht so viel wegnehmen sollte, nicht so viel ausbeuten sollte, nicht die Ressourcen strapazieren und einfach die Erde aushöhlen in ihrem Bestand. Der Brenninger Kreis, ein zerbrochenes Gefäß. Der japanische Teemeister wandte sich an seine Gäste. Nehmt diese Schale in die Hand, die vollkommen ist. Nicht deshalb, weil sie unversehrt ist, sondern deswegen, weil ein Sprung sie lebendig macht. Als Künstler und Intellektuelle in diktatorischer Zeit aus dem Gefäß der geistigen Freiheit gemeinsam tranken, gelangte gerade dieses zur Vollkommenheit, indem es verletzbar war und erstarkte. Im Vorbeigleiten der Landschaft wird der Rhythmus der Zeit spürbar, die nicht allein jene der lauten Ereignisse ist, sondern den Atem der Ewigkeit spürt, im unwiederholbaren Augenblick.